Tag 4. Wake up, Edward. Wer ist das? Wieso sehen wir auf einmal einen Engel? Stop hiding. Wer ist das? Lizzie. Du. Wisst ihr, an was mich das erinnert? An Dr. Who, da gibt es doch auch diese Engel als Gegner und die sehen genauso gut. Die sehen voll gruselig aus. Without us, you are nothing. You cannot hide from us. Where's Lissy? Alice is not here. Bring her back. Please. I need her. Alice does not love Elizabeth like you do. She loves me. Not like I do, Edward. I'm so tired. Please. I think of you so often. You have no idea. You just want me to forgive you so that we can keep looking for your precious, perfect Betty. She needs us. She never needed you, Teddy Bear. And she certainly doesn't need us. I can't find her on my own. Well, it's just too bad, my darling Edward. Because we're done playing second fiddle to little sis. Wait, don't go. I'm talking to... To you. Lissy. Oh. Wäre was anderes passiert, wenn wir die anderen Entscheidungen getroffen hätten? Wenn wir Betty genommen hätten oder du? Jetzt können wir das auch nicht mehr, also wir können damit nicht mehr interagieren. Warte mal, ich stelle mal den... Oh, ist zu schnell. Das ist eigentlich auch zu schnell. Das ist besser. Okay, hier sind die Sachen, die wir... Wann haben wir das denn hier hingelegt? Da ist Lizzie. Ob echt oder nicht, sie hat uns geholfen. Warum? Hör zu. Lizzie. Lissy? Bitte. Please. Ah, okay. Listen. You can't keep vanishing on me. Try me. Why are you so angry? You do not know anger, Edward. Oh. Did you ever meet my father? Alice does not want to speak with you. Then what about you? Are you going to help me? God helps those who help themselves. I don't need God's help. I need Lissy. Do you, though? Did you ever? What? Of course, I... Oh. Fühlen uns auf jeden Fall alleine, wenn du nicht da bist. Auch wenn du nur in unserer Vorstellungskraft da bist. Das ist gerade verwirrend, gruselig, verwirrend. Lizzie? Lizzie? Scheiße. Wir waren noch nie in der Küche, wo wir uns frei bewegen konnten, oder? Aber wir können hier auch gar nichts machen. Okay. Lizzie? Don't go. Alice? Hear me out. I depend on you both. You can never depend on other people, Edward. I'm not sure you count as other people. Everyone leaves one way or another. You don't. You can't. Is that a challenge? Stop playing games. Are you ordering me, Teddy Bear? I'm asking you. Didn't your father always tell you to stand up for yourself? To be a real man and not a sissy?
Maybe that's why he put the gun to his head and pulled the trigger. Kaboom! Sein Vater hat selbst... He was so disappointed about what his only son had turned into. You're a monster. It takes one to know one. Old fruit. Warum ist sie jetzt so gemein? Ich meine... Hallo, Lucy. I gave you this jacket, Betty. Denkt schon wieder an Betty. Und auf einmal hängt da eine Jacke. Lucy. Lucy. You were here. Haben wir dir es jetzt angezogen oder was? Okay, jetzt erinnert mich das ein bisschen an einen Horrorfilm. Was? Hey, sei nicht so frech. Hey, das ist gemein. Lissy, I'm tired of chasing you. Alice, be reasonable. I'm trying to talk to you. Lissy, look. Her jacket. I'm sure it wasn't here yesterday, Jesus which means Christ, Betty was Teddy. Here. Perhaps when we were out yesterday. Betty, she must have... Betty. You love Betty more than you love us. But don't you see? What has Betty done that we haven't? What can she do that we cannot? We've always been there for you. Why do you keep looking for her? She's real. You're not. So? What? You decide what is real. We are real to you. It will never be the same. Okay, die beiden gibt's scheinbar nur im Doppelpack, aber wieso hat sich die andere nie gezeigt? She does not want you. Who are you talking Why about? Do you think Betty left? She was sick and tired of us. She wanted to escape. Like mother. Drowning herself because she couldn't stand being around us. Like father. Oh, good. Bang, right in the coconut. Stop. You drive them all away, Edward. All into death. Please. But not us. We're always here for you. I beg you. You are never... alone. Stop! Leave me alone, both of you! You want to be alone? You really want to be alone? Fine. You're alone. For good. Was? Ja, Alter, wenn ihr den Arm so quält, dann verschwindet doch. Lissy. Okay. Hier kamen wir nie rein. Kommen wir immer noch nicht rein. Okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich entverwirrt bin? Was ist los? Also er bildet sich die nur ein. Das haben wir ja schon festgestellt. Es wäre auch sonst gruselig, wenn hier so miese Engelgeister rumschwören würden. Wir können nichts mehr interagieren. Das Piano geht nicht mehr. Vielleicht... Ne, da waren wir schon. In Ruths Zimmer waren wir schon. Gehen wir mal hier raus. Es regnet. Aha. Halbmast. Bildet er sich dann vielleicht auch nur ein, dass er überhaupt hier ist?
weiß ich gar nichts mehr. Schauen wir mal kurz, nur um sicher zu gehen. Da ist sie nicht. Come back. Please. Nö, eigentlich will ich gar nicht mehr, dass sie. Also Lissy alleine ja, aber nicht, weil sie so gemein ist. Oh. Ich bin nicht allein. Tag 5. Was war das? Hallo? Betty? Elizabeth? Is that you? Das mit dieser, um nach Betty zu rufen. Jetzt nicht mehr nach Lizzie, sondern nach Betty. Are you upstairs? Scheinbar. Wir können interagieren. Wie sehen wir denn inzwischen aus? Okay, keine Veränderung. Irgendwann, ich habe ein ganz, weiß nicht, bei Spiegel denke ich immer, irgendwas passiert gleich. Wo sind Sie dann? Hallo? Fräulein Elizabeth. Elsbeth. Elsbeth, wo bist du? Betty, I'm coming. Es scheint wirklich oben zu sein irgendwo. Wahrscheinlich jetzt in dem einzigen Raum, wo wir noch nicht drin waren. Ja. Was ist hier los? Aber es könnte auch nur hier sein. Betty, are you in there? Open the door. I'm coming in. Stand away from the door. Na, das wird sie nicht sein. Sonst würde sie ja die Tür aufmachen. Nun hier. Betty? What the fuck? No. Oh. Thank you. Is this Anna? Thank you. I thought it was you, Betty. But who? Ist nicht Anna Fredler? Die Frau, die wegen der hergekommen ist, aber wie ist sie gestorben? Was ist hier los? Hilfe! Vor. Aha. It's from Johann. Addressed to his wife. Did you notice the handwriting, Betty? He was clearly distraught. Er redet not jetzt auch nur noch mit Betty, not. Nicht mehr mit Alice. Enough is enough. After decades of strife, I pray that God will tell ye. Forgive me. I am tired of secrets. For 20 years I've kept my silence about our discovery, but my silence has only led to misfortune, and my cowardice has only led to death. I will make Frederick pay for what he has done to us. Was? For what they have done to our Ruth. Was? When it is over, I will let the ocean take me to you and Ruth. May God forgive me. Oh, God. Anna was already dead when he wrote this. He had no one else to confess to. Oh, God. What now, Betty? Johann went to confront his brother, probably at Frederick's farm. And then? Aber interessant ist, wie viele Wörter Ähnlichkeiten mit deutschen Wörtern haben, ne? Also Tilgi, Tilgen und was wir schon bisher alles hatten, Kassa, Kasse und so weiter. Was ist das? Aufheben.
You said this was a gift from another unlucky suitor. Kostbar. It was precious to you. You wouldn't have left it here unless... A signpost. A breadcrumb. Die hat ja nichts mehr an. Alles, was sie hatte, hängt da in diesem einen Raum an dieser gruseligen Puppe. You followed Johann to Frederick Fretland's farm. And then to the mine. Oh, sorry. You wouldn't let this go, Betty. You'd follow your story to the end. All the way to the end. Aber was hat Betty denn mit denen zu tun überhaupt? Okay. Falls es überhaupt Betty gibt, ich weiß gar nichts mehr. Hilfe! Ruhe in Frieden, Anna. Aber woran sie gestorben ist, sagt man auch nicht. Aber sie scheint schon eine Weile tot zu sein. Und wieder, die Tür war die ganze Zeit zu, ne? Und nur, jetzt geht's um Betty, da hat er sie aufgebaut. Wobei, ganz am Anfang noch meinte ich, kann doch keine Tür aufbrechen, da verrenke ich mir ja eher die Schulter. Aber geht's. Und jetzt können wir auch wieder mit allen Sachen interagieren. Nun gut, ich glaube, wir müssen zur Mine. So where is Frederick's farm? Hier, was ist das denn? Das ist ein... Das, sollen wir da lang, oder? Oder ist das ein Fehler? Freunde! A gate. Frederick's warning. Path leads to his farm. Welche Weg, was? Da, wo es zur Mine ging, wahrscheinlich. Aber keine Ahnung, wir laufen mal. Wir haben es eilig, Betty! Betty! Nix. Wollen wir hier lang? Okay. Okay. Der Vogel wollte auch, dass wir... Led you to this place? Und jetzt können wir auch darüber klettern. Zufall. All these fragments. You'd piece them together into a story, wouldn't you, Betty? So. What do we know? Johann and Frederick are partners, and on good terms. Something happens in the mine. Disagreements lead to a falling out. And at the end of it all, 20 years later, Johann walks this path to confront Frederick. Er geht jetzt von alleine schneller, das bin ich nicht. Was this your doing, Johann? Did you burn your brother's farm to the ground? Oh oh. And where were you, Betty? Did you witness their fall? Oha. Ein Tresor hat überlebt. Der ist offen, oder was? Wir brauchen den Code. Der ist doch mit Sicherheit mitverbrannt. Aber dann... Kriegen wir den noch? Ich kann mit dem Codezeichen auch gar nicht interagieren. Also wenn ich jetzt hier
rufen klicke. Das rechte kann ich gar nicht machen. Das linke kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Also wir brauchen noch irgendwas. Hier ist ein Stall oder so. Können wir da reiten? Ich sehe kaum noch was. Es ist nicht nur wahrscheinlich auf YouTube noch schlimmer. Aber nicht nur ihr seid es. Ich sehe auch nichts. Ich sehe Schnee und Lichtspiele. Oh. Ha. Wieso kann man hier rein? Was ist das? Ich sehe nichts. Wow. Da kommt nichts durch. Da kommt gar nichts durch. Da passt Menschen durch. Toller Zaun. Was ist das? Nichts für uns scheinbar. Betty? In welche Richtung müssen wir denn? Ich habe gerade den Weg ein bisschen verloren. Das ist das verbrannte Haus. Oh, da. Ein Grabstein. Zwei Grabsteine. Simon Fredland. Er wurde... Simon's Grave. 14. Born December 5th, 1909. Died September 17th, 1923. 14. The safe. Frederick would choose numbers that meant something to him. Okay. Why bury Simon here and not at the cemetery? Dann 1909. If the village blamed him for Ruth's death. I could really use your imagination, Betty. You'd figure this out in no time. Margaret. Sie ist gestorben, als er zur Welt kam, oder was? 1880, 1909. 5.12.1909. 5.12.1909. Sie ist bei der Geburt gestorben. Das ist nicht schön. Kommen wir hier hoch? Nein. 1909. Probieren wir mal. What do you reckon, Betty? Simon's Geburtstag. Let's try Simon's birthday. Ja, weil die beiden Daten übereinstimmen. Ist nicht noch was von Betty, ne? Another Viking artifact, nein. Betty. Most likely from the same treasure Ruth found. Okay, aufheben. Postmarked in Boston. That's a curious coincidence. Dear Frederick, I hope this letter... It's in English, Betty. Hope this letter finds you and the boy in good health. We're concerned about you both. No word from you for almost 2 years now. Von wem ist der Brief? All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon. Also er hatte nur noch seinen Sohn nach dem Tod seiner Frau. Und den haben sie dann umgebracht. Mr. Fretland. We expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Should this happen, we will consider it a breach of our contract. And we will withdraw our investment.
You and your brother will be responsible for all debts and losses. Was? Johann must be convinced to wall up the chamber. We have already dealt with the worker who made the discovery. Was für eine Entdeckung? Was ist das für ein Schlüssel? The Fretland Mining Company. I wonder what this unlocks. Die Mine? Oder eine Tür in der Mine? You went to the mine. I hope our guardian angel watched over you. All right, Betty. So what happens next in your story? Johann and Frederick discover something in the mine. A cave or chamber of archaeological value. They argue about what to do. If the discovery is made public, it's the end of their enterprise. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Then, a few months later, the accident. Three men die. The investors pull out. The mine shuts down. Frederick's up to his neck in debt. Was ist das? Das ist die Mine. Das, dafür ist wahrscheinlich auch der Schlüssel da. Was ist hier? Aha, da geht auch das Minending lang. Okay. Aber Betty kann dann ja nicht mehr hier sein. Wenn wir hier einen Schlüssel brauchen, um reinzukommen. Okay, was haben wir hier? Können wir die Lampe mitnehmen? Nö. Schauen. Cursed mine in Grovik. Locals struggle with bad crops and livestock deaths and blame it on... They thought they were cursed because of the mine. A thing like that becomes self-fulfilling. If you believe you're cursed, every misfortune feeds the delusion. Das stimmt. Sie haben sich letztendlich mit ihrem elenden Streit selbst verflucht. Sie waren füreinander der Fluch. 20 years pass. The Fretland feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. And then Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies. And the day after, Simon is murdered. Okay, irgendwer hat sie umgebracht, damit das nicht rauskommt. Und Simon war wahrscheinlich dann nur der... Das Opfer, um nicht aufzufallen, würde ich mal vermuten. It's a catalyst. Old grievances resurface. No matter who you stand with, you're a traitor. Things escalate. More people die. From disease, despair, suicide, murder. Murder. Aber gut, Freunde, was wir da entdecken werden in der Mine, das sehen wir in der nächsten und vielleicht dann auch letzten Folge von Draugen. Ich bin immer noch sehr verwirrt. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Antworten. Aber jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.